Picard, il y a des couleurs, souviens à son obscur. Am schönsten oben ist, von einem Landfrau zum Turnier. Von dort die Kirchen ist aus, da strömen Leute heraus. Sie gehen ins Wirtshaus, naja, bleiben sie sitzen drei. Ist das Glas, er ließ ganz leer, und dann wird geraucht. Der Hans gab den Franz beim Kron, in Kospern haben sie noch einmal geschlagen. Am ärgsten schaut der Lehrer aus, dem hängt das linke Auge raus. Der Kurbelüchel liegt im Stern, er hat den Kopf voll was geschaut. So feiern sie wie Spahn im Flur, auch ihre Sonntagsruhr. So feiern sie wie Spahn im Flur, auch ihre Sonntagsruhr. Gut, dass wir einen Montag haben, gell? Nicht Sonntag. Sag jetzt du in Dansbach am Sonntag, am Kirtag. Das ist mir so was auf vier Stück. Erstens einmal das wunderbare Dörfel. Lieber Heinz, wie lange gibt es jetzt das Dörfel schon? Ja, mittlerweile 5 Jahre. Und ja, es wird immer besser. Nein, es ist von Anfang an nicht so schlecht gewesen, aber die Veranstaltungen selber sind wir jetzt ein bisschen im Aufbau. Taugt mir, dass so viele Leute sind, muss ich echt sagen, ich habe mit weniger gerechnet. Also ich habe schon ein wenig Geld mitgenommen, aber für die Kaschner. In der Hinsicht ist es lässig, dass so viele Leute da sind. Und ja, von dem her möchte man selber ein Liedl singen. Meine Frau und ich, wir sind ja auch musikalisch ein bisschen unterwegs. Wir haben am 14. August haben wir eine Obergreiner-Geschichte, also wir haben wieder eine neue Obergreiner-Partie mit 3 Klarinetten, einem lässigen Trompeter, einem Akkordeonspieler, Gitarre, Bariton und 2 Sängerinnen. Ganz was Außergewöhnliches, weil ist nicht erschwinglich. Gell? Also wir spielen ohne Cash, weil das kann sich keiner nicht leisten, gell? So nein Leute. Gell? Und ich selber habe noch dabei, ich bin der Teuerste. Also von dem her machen wir das hobbymäßig. Super Sache. Also 14. August haben wir da ein Konzert mit 50 Stücken circa, was wir so zusammenbringen, oder 40. Jede Hauptkapo, der was uns da mit der Harmonie begleitet. Und das singen wir uns. Ich hoffe, es passt alles. Gell, wir machen das ein bisschen rustikal mit Holzkörngrün, darum ist da der Dunst. Ich wollte das immer so haben, ein bisschen Flair von alter Serbierzeit, darum habe ich mal die Ausseher, die Grundelseher, die Grundelseher eingeladen. Nein, Kuchelseher. Straßenbierzeit, ja. Die haben die Straßenbierzeit und die Soldersbierzeit eh schon längst überholt. Gell, weil die haben mir nichts gescheit, muss ich auch noch. Weil da kommen da oben keine anderen zum Zug. Soldersbierzeit, die dann eh nur mit der Blasmusik. Nein, aber das ist auch lässig. Und das sollte da bei uns auch ein bisschen so sein. Das wollen wir vermitteln unseren Gästen, Hüttengäste, Campinggäste, dass die singen, dass wir da Leute haben, die was Einheimische sind, die was da herkommen und nicht gar für die Gäste da sind. Natürlich für die Gäste auch, aber für die Einheimischen auch. Und das freut mich, dass so viele Geburtstagsfeiern, Taufen, Erstkommunion, sind wir wirklich lässig besucht und lässig gebucht. Und heute noch einen lässigen Verlauf. Nächstes Jahr machen wir es wieder, die ganze Geschichte. Hoffentlich auch wieder so ein lässiges Wetter. Es wird durchhalten. Und ja, singen wir es. Okay. Viel Spaß. Das war der Wirt, selber der Heinz. Der kommt fast Bier, was das sein für jeden, der reden würde gut. Also, jetzt hören wir den sogenannten Dörfelsang. Dörfelsang. Menschlich, Was sind das eigentlich? Das heißt, geh liebes Mutterl. Geh liebes Mutterl. Zunge brechen und nachher suchen wir uns einen Außer, der jetzt mitsingen muss. Genau. Geh liebes Mutterl, sei so gut, Holleretti, die Holleretti, ja, und kauf mal an Tiroler Hut. Und er rennt die Wiege hoch. Ja, wenn der Hauni wacht, die Latze, Fitze, Kocke, Pippi, Lacke, Pippi, Lacke, Ton. Wir schmadern von der Au, Pippi, Lacke, Pippi, Lacke, Ton. Ja, wenn der Hauni wacht, die Latze, Fitze, Kocke, Pippi, Lacke, Pippi, Lacke, Ton. Wir schmadern von der Au, Bollero. Steh auf der Brücke und spuck in dein Korn. Und er rennt die Wiege.
Ja, Holleretti, jo. Doch freut sie die Spucke, das Schiff als Fahren kaum. Holleretti, ja, ho. Ja, wenn der Haunenwacht gleich viel zu kommen, Pippi-Lacke-Pippi-Lacke-Dom. Liebst Madel von der Au, Pippi-Lacke-Pippi-Lacke-Dom. Ja, wenn der Haunenwacht gleich viel zu kommen, Pippi-Lacke-Pippi-Lacke-Dom. Liebst Madel von der Au, Hollero. Wann tanzen die Kinder mit der Kurmilchern lernen? Holleretti, ja, Holleretti, jo. Da soll aus die Frotzen keine Rindviecher werden. Holleretti, ja, ho. Ja, wenn der Hanebach die Leise finden, sie kommen, Pippi-Lacke-Pippi-Lacke-Dom. Ja, Smadal von der Au, Pippi-Lacke-Pippi-Lacke-Dom. Ja, wenn der Hanebach die Leise finden, sie kommen, Pippi-Lacke-Pippi-Lacke-Dom. Ja, Smadal von der Au, Hollero. Warum haben denn die Jäger ein Stecken zum Jung? Holleretti, ja, Holleretti, jo. Du kriegst die Hirschen schon schießen, der Schloss. Holleretti, ja, ho. Ja, wenn der Hane macht, dann ist ein Vize kommen, Pippi-Lacke-Pippi-Lacke-Dom. Der Smadal von der Au, Pippi-Lacke-Pippi-Lacke-Dom. Ja, wenn der Hane macht, dann ist ein Vize kommen, Pippi-Lacke-Pippi-Lacke-Dom. Der Smadal von der Au, Hollero. Juhu! Das war der Dörfelswanzer, die Steffi in ihrer Fashion-Irtlinger Festtagstracht und der Heinz, seine bessere Hälfte.